Von jetzt willkommen auf meinen Kanal. Jetzt ist Marc Keller wieder dran, muss ich sagen. Er tanzt einen Tango. Da bin ich natürlich sehr, sehr gespannt, was uns da natürlich erwartet, ob es besser wird oder nicht. Ich halte das Intro kurz, lass die besprechen. Wenn du diesen Kanal nicht abonniert hattest, dann solltest du es jetzt tun und die Glocke betätigen und wir schalten rein. Ja, also ich fand das sehr, sehr stark. Bis jetzt, dass er das gemacht hat, weil er ja auch so Panik hatte wegen den Schritten und vergessen und keine Ahnung, kann ich natürlich verstehen, wenn du nicht jede Woche einen anderen Tanz hast. Ist schon krass, aber sieht schon besser aus als letzte Woche. Ja, da habt ihr es natürlich gesehen und natürlich hat der Lambi recht. Er muss, wenn du in den Tango oder den Paso Doble oder so tanzt, muss der Mann führen und die Dame muss folgen. Klar, die haben das auch alle noch nicht getanzt, deswegen haben sie das nicht raus. Aber wenn man den Tanz so ansieht, wie der aufgebaut ist, ist das ein Ding, wo der Mann führen muss. Aber trotzdem war das gut, nicht schlecht, 19 Punkte. Also gucken wir natürlich.